Glaub schon. Aufgezeichnete Patientenbeurteilung 1. Der Name des Patienten ist Victor Saez, der als wahnsinnig gilt, nachdem er mindestens 20 Frauen in Gotham ermordet hatte. Hallo Victor, ich bin Dr. Cassidy. Da das unser erstes Gespräch miteinander ist, sollten wir uns erst einmal richtig kennenlernen. Ich muss Sie nicht kennenlernen, Dr. Cassidy. Es ist alles bedeutungslos. Findest du nicht, dass das ein sehr negativer Blick aufs Leben ist, Victor? Sie haben ohne Zweifel meine Akten gelesen. Ja, das habe ich. Da steht, dass du aus einer wohlhabenden Familie kommst, dass deine Eltern tot sind und wie du alles Geld beim Spielen verloren hast. Das ist alles bedeutungslos. Wieso sagst du das immer, Victor? Weil diese Striche das Einzige sind, worauf es ankommt. Haben Sie meine Arbeit gesehen, Miss Cassidy? Wenn du dich auf diese Striche auf deiner... Natürlich meine ich diese Striche. Und ich habe noch Platz für Ihren Strich. Wollen Sie sehen, wo? The power of the dark side, 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 side. Boah, schon ein gruseliger Typ. Er ist hier! Das Ausschalten auf dem Button habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Leider. Aber wird noch kommen. Controller, Steuerung halt. Boah, das war gerade gruselig. Also Spiegel ist immer so ein Ding, wo mich fasziniert in Spiele. Mein Gott, wie viele sind denn das? Das wird lustig! Thank you.
hier, auch was ich da sehe? Poison Ivy. Ich interessiere mich wirklich nicht für ein paar Blumen, Ivy. Sie haben Schmerzen und rufen um Hilfe. Bleib, wo du bist. Es fehlt noch, dass du frei herumläufst. Arme Kinder, ich rette euch. Meine Arme. Schade, dass es nicht so aussieht, oder? Also ich finde es ein bisschen doof mit dem Gefängnis-Shirt. Ich glaube nicht, dass ihr euch verletzt. 100 Bro, lost da die noch raus. Wir kennen doch unser Joker. Ich bin hier oben! Bitte, ist da jemand? Hilfe! Hilfe! Finster aus. Vielleicht kann ich dir heimlich Shampoo besorgen. Die Pflanzen, kannst du sie nicht hören? Sie rufen mich in ihrem Todeskampf. Ja, aber dafür habe ich gar keine Zeit. Bitte lass mich raus. Sie sterben ohne mich. Na, ich weiß nicht. Du bist nicht auf Mr. J's Partyliste. Naja. Oh, bitte. Ach, egal. Ich mache eine Ausnahme. Na, klasse. So viel besser. Sie ist ein gutes Kind. Ich könnte diesen beiden den ganzen Tag zuschauen. Was für ein Krawall. Und apropos Krawall, hier ist ein bisschen Aufruhr, den ich nur für dich organisiert habe. Na super, er hat die Gestörte rausgelassen. Schneck! Er hat die Sicherheitskontrollschaltung unter seiner Kontrolle. Ich habe den Sequenzgenerator, aber ohne die Netzstation in meinem Büro ist er nutzlos. Deine Netzstation wurde zerstört. Gib mir den Sequenzer. Was? Oh, ja, natürlich. Es hat keinen Sinn. Mit dem halben Code kann man nichts machen. Wir sind hier gefangen. Neues Gadget! Es gibt immer einen Ausweg. Immer. Okay, jetzt können wir gerade erklären, um den Steuerkreuz geht das. Ah, so funktioniert das. Interessant. Bleiben Sie hier. Schließen Sie das Tor, wenn ich gehe. Gute Idee. Ihnen darf keiner meines Kalibers in die Hände fallen, oder? Bring mich hier raus! Du hast den Falschen gerettet. Das ist ein Betrüger. Du weißt, wie viele Freaks hier rumlaufen. What the fuck?
Mein Respekt, Detektiv Dunkler Ritter. Wenn du so weitermachst, darfst du mir helfen, meine Socken zu finden. Controllersteuerung. Dann gehen wir mal zu den Irren. Das wird lustig! Überraschung! Weißt du, Batman, ich habe immer ein Knistern zwischen uns gespürt. Dürfen wir jetzt gegen Harley Quinn kämpfen? Nun, wow. Jetzt ist es da! Ich weiß, du bist schockiert. Komm und hol mich, Batman. Ich fordere dich heraus. Wollkratzer, es juckt mich gar nicht. Warum holst du dir nicht einfach eine Waffe und erschießt die blöde Fledermaus? Hier drüben! Achtung zu, dass er dich schlägt, du Idiot! Hat das weh getan, Batman? Ich hoffe! Du wirst erlöscht! Kurz die Meute hier aufeinander schlagen. Er bewegt sich noch. Schlag ihn nochmal. Wie sie mich nicht die Leute K.O. haule. Das ist nicht fair, Bat-Hill. Deiner Tipp, Jungs. Hütet euch vor den Freunden. Was hat mich getroffen? Alle erledigt. War es so leicht, wie es aussah? Hm. Naja, es wird nicht so leicht sein, mich zu schnappen. Feige Kuh. Sie würden das wohl nicht so sehen. Wirklich?
Und Sie, Miss Cassidy. Sie fahren jeden Abend mit dem Fahrstuhl zu Ihrer Wohnung, öffnen die 6 Schlösser zum Apartment 433 und erinnern sich daran, wieder mal vergessen zu haben, Katzenfutter zu kaufen. Woher weißt du das? Dann setzen Sie sich auf Ihren roten Lieblingsstuhl, die Katze auf dem Schoß und warten, dass was passiert. Ich kann was passieren lassen, Sarah. Ich bin Ihre Rettung. Gruselig. Also wenn man die Zähne kaputt macht, hat man so Zusatz-XP. Okay, die Tür verschließt sich, wenn ich davor stehe. Patientenberuhigungssystem. Das hat mich ganz schön live gekostet. Dann sind wir gleich fertig. Ich hab wieder ein bisschen live dazu. Strom kommt durch. Bra!
gelangt in so einem Spielzeugvergnügen. Das Sicherheitstor zerstört. Beeil dich! Schnell, raus hier! Beweg dich! Pass auf! Ich dachte, wir würden beide da drin sterben. Jetzt bist du in Sicherheit. Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats.